AKT ist für mich persönlich ein Netzwerk extrem guter Kajakfahrer in der ganzen Welt. Das war einfach diese Zeit, in der wir einfach crazy waren und einen Nagel im Kopf hatten und einfach aus dem Vollen gelebt haben. Das war eine Zeit, wo man gedacht hat, ja, es ist irgendwie alles möglich. Dann sind wir einfach nur noch um unser Leben gepaddelt und Lukas hat es leider nicht geschafft. Es hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht, zweimal im Jahr auf eine Beerdigung eines Kameraden zu gehen. Das war ziemlich hart. Der Verein, der bringt dich da schon in eine coole Welt rein. Als wir gewählt wurden zu den Präsidentinnen des AKCs, einerseits gab es die, die sich super gefreut haben, und andererseits gab es Leute, die gesagt haben, oh Gott, hoffentlich keine veganen Waffeln, kein Himbeer-Prosecco. Um zu den Bootfahrern dazu zu gehören, die ganz vorne mitfahren, vermutlich gehört ein gerüttetes Maß an Arroganz dazu. Wir waren am Ende der beste Wildwasserclub der Welt.